Die größte Redneragentur Europas. Was ich gefunden habe, was mir hier sehr geholfen hat, und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied, wie ich in Verhandlungen, ich bin Verhandlungsberater, ja, wenn Sie auch sehen, hier sehen Sie Nescher, wir haben ein Verhandlungsinstitut, das ist mein Hauptjob, Verhandlungsberater in Verhandlungen zu helfen, Verhandlungsseminare geben. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich hasse Preisverhandlungen, was mache ich? Sag ich dir, der beste Weg aus der Preisverhandlung rauszukommen ist, Menschen die Angst zu nehmen. Menschen zahlen viel mehr dafür, wenn sie das Gefühl, wenn du ihnen das Gefühl von Sicherheit gibst. Und das Erste, was du dich fragen musst, ist, was spricht gegen mich? Was spricht gegen mich? Und wenn das auch klingt wie eine Kleinigkeit, es ändert tatsächlich die ganze Herangehensweise. Angst nehmen und das Zweite, was Hand in Hand geht mit Angst nehmen, ist das hier. Ja? Zuversicht ausstrahlen. Als ich Student war in Oxford, so ganz am Ende, stand ich mal länger vor einem Schaufenster mit Schuhen. Ja, ich bin ein Mann, ich gucke jetzt mir nicht Schuhe die ganze Zeit an, aber die Schuhe hatten mir gefallen und es war also ein kleiner Schuhmacher, Ducker & Son. Und irgendwann, also die waren teuer, ich hatte nicht viel Geld, und irgendwann habe ich den gefragt, bin also reingegangen in den Laden und habe gefragt, warum sollte ich diese Schuhe kaufen? Und er schaut mich an und sagt, because they're the best shoes in the world. Und Kunden stellen dumme Fragen, weil sie wollen, dass sie ihnen die Angst nehmen. Und ich hatte gelacht, als er das gesagt hat, und ich habe es natürlich gekauft. 6 Wochen später war ich wieder im Laden, die Sohle war schon wieder ab, aber ich war nicht etwa sauer. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich bin vielleicht zu schnell gegangen, zu langsam, irgendwas habe ich falsch gemacht oder komisch gegangen, dass ich sein Meisterwerk zerstört habe. Ich habe diese Scheißschuhe immer noch. Und ich lache darüber, ich schimpfe über die Schuhe, weil sie teuer waren, ich habe sie selten getragen, aber ich kann sie nicht wegwerfen. Und immer noch denke ich, vielleicht hat er recht. Zuversicht, wenn zwei Leute streiten, wer der Jojo-Weltmeister 1956 war, das wissen sie nicht. Natürlich, keiner, wer weiß das schon. Und einer sagt, ich wette 100 Euro auf den, wem glauben Sie? Zuversicht wirkt überzeugend. Ja, ich bin oft in fremden Städten und da muss ich zum Friseur. Und ich habe immer Angst, das kennen Sie. Die gehen zum Friseur und irgendwann sind sie auf dem Stuhl, die Haare sind nass, jetzt ist es zu spät. Ja. Also überlegt man natürlich. Man guckt bei Google-Rezensionen, aber das kann ja gekauft sein und ja, wer weiß. Auf jeden Fall, einmal stand ich beim Friseur und jemand, und dann kommt der Friseur raus und sagt, hey, Sie waren nie hier, oder? Sag ich niemals. Sie haben Angst, dass ich Ihre Haare ruiniere. Sag ich, jawohl, so ist es. Das ist komisch, aber ja. Und hat er gesagt, Sie haben Glück, dass Sie hier sind, denn ich bin der beste Friseur in New York. Es war in New York. Und ich habe gelacht und bin sofort reingegangen. War er gut? Also die Haare waren kürzer. Ich kann nicht meckern. Ich weiß nicht, ob es gut war. Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Die Haare waren auf jeden Fall kürzer. Und immer, wenn ich da war, bin ich zu denen gegangen, weil ich, wow, dachte, der ist gut. Menschen glauben, was man ihnen sagt und Menschen neigen dazu, das, was sie ihnen sagen, unbewusst zu bestätigen. Wie Clausewitz, der deutsche Militärstratege, Schweizer Militärstrategen gibt es nicht so viele, ja. Der deutsche Militärstratege Clausewitz gesagt, Führung ist die Absorption von Unsicherheit. Eben, Sicherheit zu zeigen in einem Meer von Unsicherheit ist das, was von Führungspersonen erwartet wird. Und jetzt sagen manche, naja, gut, was ist denn mit der schönen Tugend der Bescheidenheit? Naja, Bescheidenheit ist natürlich gut, aber jetzt stellen Sie sich mal umgekehrt vor, Sie gehen Skifahren, sind in St. Anton und, Zeit läuft gleich ab, okay, ist auch der letzte Punkt. Sie sind Skifahren in St. Anton, ja, gehen zum Moserwirt, ja, trinken 7, 8 Bier, Maß und denken sich, hey, ist ein guter Tag, gute Nacht, um meinen Rekord zu brechen mit der Talabfahrt. Sie brechen auch was, aber nicht den Rekord. Sie kommen ins Krankenhaus, tatü, tata. Dann sind Sie da und dann kommt ein Chirurg und sagt Ihnen, ach, Sie haben aber Pech, dass ich Ihr Chirurg bin. Ich war nie besonders gut. Ich wollte eigentlich Musiker werden, Jazz, aber meine Eltern, was soll ich machen? Jetzt bin ich halt hier. Ja. Und denken Sie sich dann, Mann, das ist aber ein lustiger Zeitgenosse, so bescheiden. Oder nehmen Sie den nächsten Rollstuhl und verpissen sich einfach, so schnell es geht. Wahrscheinlich Letzteres, wenn Sie wie ich sind.
Bescheidenheit wollen sie nicht, das wollen sie nicht im Berufsleben. Es ist unangenehm. Menschen haben Angst, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich ihnen dann auch noch Witze mache, wenn ich also Anwalt bin und sage, also Jura fand ich eigentlich immer langweilig, ja, oder Zahlen als Wirtschaftsprüfer. Zahlen haben wir nie, aber gut, jetzt bin ich halt da, wir haben ja nie die Wahl im Leben, ja. Dann lachen sie vielleicht, aber weg ist der Kunde. Das will ich nur empfehlen. Ich will nicht sagen, keine Anleitung zur Schaumschlägerei. Nein, gar nicht. Wenn sie wissen, dass sie es nicht können, dann machen sie es auch nicht. Es geht hier um den Normalfall. Um den Normalfall, wo sie wissen, dass sie wahrscheinlich ziemlich gut abschneiden, weil es ihr Job ist und sie auch gut in ihrem Job sind. Darum geht es. Ja? Und abschließend will ich nur sagen, man sieht oft solche Sprüchlein und das klingt sehr nett, aber schauen Sie sich doch mal an. Hier, ich habe mir einfach mal ein paar Gesichter rausgesucht und Sie sehen diese Menschen von JFK über Jack Welch und Giuliani und auch Steve Jobs und das sind nicht nur Koryphäen gewesen, nein, das waren sogar, kann man sagen, das sind die Größten ihres Faches. In jedem Film ist der Künstler sieht aus wie Picasso, ja, und der größte Exportschlager der deutschen Philosophie nach Kant, der in England Kant heißt, aus offensichtlichen Gründen, muss ich nicht erklären, Nietzsche. Nietzsches letzte Bücher hießen, warum ich so gute Bücher schreibe und warum ich so klug bin, mein Favorit. Also, vergessen Sie das, es ist tatsächlich so, dass Zuversicht viel bringt und um einmal abzuschließen, Sie sehen hier, dieser Mann, verantwortlich für Jahrzehnte von Crashes, muss man auch sagen, aber ein Happy End, der größte Wohltäter, vielleicht hat er einen Chip in uns eingebaut, aber ich glaube eher nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall lernen Sie von ihm, ja, Sie werden vielleicht nicht gleich und machen Sie auch noch gute Arbeit, das kommt noch dazu. Sie müssen ja nicht gleich der reichste Mensch der Welt werden, aber jede Reise beginnt mit einem Schritt. Vielen Dank.